Moin, moin, Leute. Herzlich willkommen zurück bei den Mörderkaninchen und herzlich willkommen zurück in einer detaillierten Tutorial-Reihe. Hierbei geht es um den Flight Factor A350. Dieses Video hier ist allerdings nicht unbedingt der Anfang der Tutorial-Reihe an sich, sondern nur ein kleines Einführungsvideo, in dem ich kurz einen Überblick darüber geben möchte, was euch hier erwartet und was nicht. Ihr habt sicher schon gemerkt, dass es in diesen Tutorials um den Flight Factor A350 gehen wird. Das bedeutet, dass wir uns das Flugzeug im Detail anschauen und ich euch erkläre, wo sich welche Systeme befinden, was diese Systeme tun und wie sie funktionieren. Wir werden im Laufe dieser Videos einen Flug unternehmen und in diesem Rahmen alles dafür Notwendige der Reihe nach und detailliert durchgehen. Das beinhaltet unter anderem die Flugvorbereitung mit Hochfahren des Flugzeugs, Beschreibungen und Erklärungen zur korrekten Bedienung der Systeme, die Programmierung des Flight Management Computers und natürlich Tipps und Tricks, die die Bedienung und das Fliegen mit der A350 im X-Plane erleichtern. Kurz gesagt erfahrt ihr in dieser Tutorial-Reihe all das, was ihr wissen müsst, um den Flieger auch in Zukunft alleine und sicher und am besten natürlich noch mit viel Spaß von A nach B zu bekommen. Ich bitte so wie immer darum, etwas zu beachten. Da ich kein realer Pilot bin, kein Rating für diesen Flugzeugtypen besitze und demzufolge auch nicht bekannt mit den realen Systemen bin, kann ich euch nicht die korrekte Vorgehensweise erklären, nach der man die A350 in der Realität fliegen muss. In diesen Videos geht es daher ausschließlich darum, wie ihr sie im Simulator fliegen könnt. Die hier gezeigten Vorgänge sind zwar an der Realität angelehnt, bilden sie aber ausdrücklich nicht ab. Solltet ihr also ein Tutorial suchen, das sich 1:1 an der Realität orientiert, das nur reale Checklisten verwendet und das nach realen Vorgaben agiert, dann seid ihr mit diesen Videos definitiv an der falschen Adresse. Hier geht es lediglich darum, wie ihr den Flieger möglichst unkompliziert, möglichst einfach und möglichst sicher von A nach B bekommt und dabei das dafür notwendige Wissen erlangt, damit ihr am Ende in der Lage seid, die Fliegerei mit der A350 auch alleine zu meistern. Vielen Dank fürs Zuhören und Verstehen, jetzt geht's weiter mit dem Video. Der Plan besteht darin, wie in anderen Tutorials bisher auch, alle Anordnungen und Systeme durchzugehen, die in diesem A350 existieren. Wir starten mit den verschiedenen Panels und werden uns anschauen, wie sie aufgebaut sind. Das ist wichtig, weil es später beim Bedienen sogenannte Flows, also Abläufe gibt, nach denen man sie abarbeiten sollte. Und dafür ist es natürlich vorteilhaft, wenn man dann genau weiß, wie die Panels heißen bzw. wie sie aufgebaut sind und was sich dort befindet. Und genau deswegen werden wir uns diese Punkte anschauen. Zu jedem Panel wird es ein eigenes Video geben. Im Hintergrund seht ihr eine Unterteilung des Cockpits. In verschiedenen Farben blenden wir gleich alle wichtigen Panels ein. Zuerst haben wir das Overhead-Panel, das über den Piloten angeordnet ist und auf dem man zum Beispiel die Lichtschalter finden kann. Danach kommt das sogenannte Glare Shield, das man hier direkt unter der Windschutzscheibe erkennt. Es ist mehrfach unterteilt und bis auf den mittleren Bereich für Pilot und First Officer gleich. Zuerst gibt es links und rechts mehrere Taster und Warnleuchten, dann Einstellungsmöglichkeiten für einige der Displays und in der Mitte die sogenannte FCU, das ist die Kontroll- und Bedieneinheit des Autopiloten. Dann haben wir hier die großen Bildschirme mit den Hauptanzeigen. Diesen Bereich des Cockpits nennt man Center Instrument Panel und man findet dort unter anderem auch den Fahrwerkshebel und die Autobrakes. Und als letztes gibt es den Bereich zwischen den Sitzen, den nennt man Center Pedestal. Ich bezeichne den allerdings auch ganz gerne mal als Mittelkonsole. Und dann gibt es da noch den linken Bildschirm. Auf diesen kann und muss man das Flugzeug konfigurieren, das bedeutet Ground Equipment andocken, die Wartung durchführen, den Flieger beladen und Teile der Takeoff-Performance berechnen. Und die genannten Panels sowie den Bildschirm werden wir uns in jeweils einem Einzelvideo anschauen. Die nächsten Videos werden also folgende sein. Zuerst der Konfigurationsbildschirm und dann die Panels von oben nach unten. Zuerst also das Overhead-Panel, dann das Glare Shield, danach das Center Instrument Panel und als letztes die Mittelkonsole. Danach starten wir die Flugplanung, bei der wir uns um eine Route kümmern und die dafür nötigen Infos beschaffen. Und wenn das fertig ist, dann geht's ans Eingemachte, das Hochfahren der Flugzeugsysteme. Damit kennt ihr jetzt den Plan und die Struktur, auf der ich diese Videoreihe hier aufbaue.
Falls ihr dafür noch Wünsche oder Dinge habt, die ich unbedingt mit reinnehmen soll, dann bitte ich darum, mir die unbedingt unter dieses Video oder auf den Discord zu schreiben. Mit den nächsten Videos werde ich deswegen noch ein bisschen warten, um solche Wünsche gegebenenfalls berücksichtigen zu können. Vielen Dank für eure Ideen. Und damit habt ihr dann das Einführungsvideo tatsächlich auch schon geschafft. Vielen Dank, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Wir sehen uns jetzt im nächsten Livestream oder im nächsten Tutorial wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen, sonnigen und warmen Tag und sage auf Wiedersehen. Macht's gut.